So, hier habe ich letztes Mal aufgehört. Das Pferd kriegt ein paar Schneeflocken ab. Und ja, darf ich mal sagen, geht es hier weiter. Vermisst du ihn eigentlich? Wen, Jesse? Nein. Ihr wart doch so lange zusammen. Hey, Jesse ist toll. Ich mag seine Eltern. Sie sind meine Familie. Aber es war nur noch Gewohnheit. Hey, warum reden wir eigentlich nie über sowas? Ich weiß nicht. Es ist irgendwie. Du hast mit mir auch nie über Cat geredet. Ja, aber. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Ja. Ich dachte halt immer, dass du sie nicht leiden kannst. Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Okay. Ich finde, sie hat wirklich Talent. Allmählich gefällt mir sogar dein Tattoo. Und sie war nicht die Richtige für dich. Interessant. Klappe. Okay. Du kannst schon mal da anbinden. Sehen? Du willst doch dein Gesicht zeigen, oder? So spektakulär nun auch wieder nicht. Oh Mann, ey. Komm schon, Dummkopf. Moment, vielleicht gibt es ja hier irgendwo was. Nee. Auf jeden Fall jetzt noch nicht. Oh. Durchquetschen. Oh, schöne Berge. Na, wie Okay. findest du die Aussicht? Ist ziemlich schön. Ja, diese Route hat auch Vorteile. Wo tragen wir uns ein? Na komm. Einfach mal gucken und genießen. Hinten ist ein Haus. Könnte vielleicht das sein, wo die andere aufgewacht ist, wo die anderen alle geschlafen haben. Und sonst unten noch Wasser, wie es aussieht. Okay, dann gehe ich mal weiter. Mit wem warst du auf dieser Route? Jesse? Eugene. Klar. Oh, Eugene. Mann, der war lustig. Oh ja. Warte mal. Er hat mir viel über Elektronik und so weiter gesagt. Auch dass wir mit 73 auch so fit sind. Auf dass wir auch 73 werden. Naja. Warum solltest du nicht 73 werden? Okay. Hier durch. Tag uns ein. Was war das hier? Das war früher ein Funkturm. So. Entschuldigung, ich hab dich geschubst.
Hey, ich wette, die Bon gehörte Eugene. Hey, du hast nicht zufällig Gras dabei? Schön wär's. Eugene hatte immer was dabei. Ups. Gut, dann guck du mal dabei da aus. Ich trage mal unseren Namen, denke ich mal, hier ein. Und fertig. Dina, Eugene, alles okay. Dina, Eugene haben ein Wildpferd gefunden, das im Eis festsaß. Rausgeholt. Bringe es ins Lager, wir lassen den nächsten Posten aus. Ein Klicker im Keller von 2358 Mountain View erledigt. Tote Ziege beim Sunny Date, Seniorenheim, drinnen drei Ränder gefunden, erledigt. Ein Ränder an der Hauptstraße erledigt. Gut, die haben ja einiges erledigt und erlebt und so weiter. Auf der linken Seite und hier die rechte Seite auch. Drei Ränder in Vororten erledigt und so weiter. Toten Hills vom Turm gefunden, sieht angenagt aus, aber keine Infizierten. Gut, das sind kleine Hinweise, was die anderen alle so erlebt haben, was sie erledigt haben. Gut, und unsere Namen sind ganz unten. Was denn? Die Stadt ist unser letzter Halt. Schau mal. Gut. Sonst noch was? Ah, da ist die Skihütte. Das ist die auf Tommys und Joels Route. Ja, yep, das ist sie. Aha. Was ist das? Ich sehe ein Einkaufszentrum. Oh, mit dem Supermarkt? Nein, die Stadt ist dahinter. Mhm. So auch eine große Stadt, wie es aussieht dann. Da ist die Stadt. Mit dem großen Turm? Yep, da ist der nächste Posten. Gehen wir zurück zu den Pferden. Okay. Frage. Hattest du die Klamotten gestern schon an? Ach, die sind sauber. Ich sag ja nichts. Wir sind auf Patrouille. Es geht um Infizierte, nicht ums Aussehen. Siehst trotzdem gut aus. Danke. Und der Wind, der pfeift hier um die Ohren. Na gut, komm her, Pferd. Man sollte so sterben wie Eugene. An einem Infarkt? Nein, am Alter, nach einem langen Leben. Du? Niemals, echt nicht. Du bist zu leichtsinnig. Musst du gerade sagen. Du wirst wahrscheinlich an Unterkühlung sterben, weil du uns Schneestoffschuhe trägst. Ich habe heute Stiefel an.
Häuser an? Wirkt verlassen, aber wenn du möchtest, da sind bestimmt noch Vorräte. Ich gucke erst mal hier rein. Ah, okay, was cool. Wagen sind süß, wie kleine, fahrende Häuser. Meinst du, die Leute sind viel mit sowas verreist? Hm, würdest du nicht? Ich meine, hätte ich vor dem Ausbruch gelebt, klar, ich würde das ganze Land bereisen. Oder auch in ein anderes Land. Vielleicht eines Tages. Ach, träum weiter. Jesse hat viel über Kanada geredet. Er sagt, da gibt es diese riesigen Wasserfälle, die er unbedingt sehen will. Wirklich? Aha. Er ist doch total der Jackson-Typ. Jeder hat seine Träume. Was machst du heute Abend? Ich dachte, ich sehe mir mit Joe einen Film an. Oh. Mhm. Ist alles klar? Ja. Was für einen Film wollt ihr gucken? Worauf steht Joel? Curtis und Viper 2. Den habe ich schon länger auf meiner Liste. Oh, wow. Er mag diese schlechten 80er-Actionfilme. Da fährt er voll drauf ab. Oh nein. Mir gefallen sie tatsächlich auch. Was ist mit dir? Was machst du nachher noch? Ein paar Leute wollen sich wohl rausschleichen. Zum Schlitten fahren. Das klingt gut. Ja. Wollen wir uns danach treffen? Okay. Vielleicht spiele ich Gitarre für dich. Okay. Ein Junge hat an den Weihnachtsmann geschrieben. Armes Kind. Kannst du mir auch eine Waffe bringen? Ich glaube, wenn ich stärker wäre, wäre mein Papa fröhlicher. Tja. Worum geht es bei Curtis und Viper 2? Okay, also zwei abtrünnige Kommandos kämpfen gegen die Bösen. Und ich glaube, in diesen kämpfen sie gegen russische Spione oder so. Das interessiert mich mehr, als ich gedacht hätte. Okay, der Jüngere, Viper, ist ein Ninja. Und er ist echt total krass. Und wie alt ist er im ersten Film? 10. Warte, wie viele Teile gibt es davon? Ich glaube, es sind 4. Was? Joel hat den letzten noch im Kino gesehen. Ist das nicht irre? Ja. Glaubst du, dass da draußen noch irgendwer Filme macht? Ganz bestimmt. Was macht dich so sicher? Ich meine, was, wenn alle wie wir sind? Und Tag für Tag nur überleben? Naja, ich schreibe Musik, also wenn man eine Kamera hat. Hey. Guck mal, was ich gefunden habe. Eine dieser Superheldenkarten, auf die du so stehst, oder? Oh, danke. Oh, die habe ich noch nicht. Echter Name unbekannt. Intelligenz 80, Muskelkraft 60. Dieses mysteriöse, transdimensionale Wesen war eines Tages einfach da und niemand weiß, woher oder wann es gekommen ist. Seine Fähigkeit, sich nach Belieben im vierdimensionalen Raum zu bewegen, hat von vielen Kämpfen entschieden, wobei ihn der Einsatz dieser Kraft schwach und wehrlos wie ein Neugeborenes zurücklässt. Der Spitzname Tesseractus stammt von der Society of Champions. Ja. Da das Wesen behauptet, keinen Namen zu haben, wird es allerdings vermutet, dass Tesseractus
seine wahre Identität einfach nur für sich behalten will. Okay, dieses eine Wort muss ich noch mal irgendwie üben. Das ist noch fremd für mich. Danke, Lina. Warte, Moment. Es gibt original Ellie-Lieder? Warum hast du mir keins vorgespielt? Ich weiß nicht. Komm schon. Spielst du mir eins vor? Nachher? Ich denk drüber nach. Okay, ich lasse ihn nicht stehen. Wie heißt der? Schimmelig? Was? Komm her, Pferd. Hey. Oh, shit. Wo ich mit dir? Wow. Ach du Scheiße. Was zur Hölle? Stickt. Das waren bestimmt Infizierte. Aber wie viele, wenn sie einen echt klein kriegen? Mehr als einer. Wo zum Teufel stecken? Los, wir suchen sie. Gewehr ausrüsten. Warum soll ich denn jetzt das Gewehr ausrüsten? Ich will aber das Gewehr jetzt nicht ausrüsten. Okay, da komme ich jetzt nicht rüber. Das Spiel sagt, nein, du bleibst erstmal hier. Noch mehr Blut. Bäh. Oh. Wie sind die da bloß reingekommen? Viel wichtiger, wie kommen wir da rein? Hier zum Beispiel. Hier sind verschiedene Spuren. Die Alte ist am Essen. Report. Okay. Nix. Hallo. Hier. Okay, zu. Verschlossen. Verschlossene Türen können normalerweise von der anderen Seite geöffnet werden. Okay. Dann öffne ich doch mal die andere Seite. Ah. Okay. Ist da auch was drin? Nein. So, offen. Nein. Okay, komm.
auf hier. Alles klar? Ja. Okay. Guter Wurf übrigens. Schlage mit Taktik nach umgründenden Fahnen zu suchen. Gut. Der Ring war verbarrikadiert. Eieiei. Ja. Wie ist der Runner reingekommen? Ja, gute Frage. Dann werde ich erstmal die Folge hier... Was war dein Rekord an Infizierten, die du erledigt hast? Das war auf Patrouille mit Joe vor einem Jahr oder so. Das waren, keine Ahnung, ein Dutzend? Du? Ich hatte mal 20. War eine streunende Gruppe. Scheiße. Vielleicht kannst du heute einen neuen Rekord aufstellen. Gut, dann mach dir noch einen schönen Tag, schönen Abend oder was auch immer und dann sage ich bis zur nächsten Folge. Bye, bye.